Hallo und herzlich willkommen. Heute diesmal mit keinem Toy Review. Diesmal allerdings mit einer kleinen News. Ich habe diese Figur heute bei uns im MyToys gefunden. Eine ziemlich coole Figur. Eigentlich von der Cyberverse-Figur von Windraiser. Die große, aufgemotzte Deluxe-Class-Figur mit 5 Verwandlungsschritten. Das ist jetzt allerdings nicht das Besondere, was ich euch zeigen wollte. Ich habe mich mal mit Hasbro auseinandergesetzt und habe mittlerweile erfahren, dass diese Figur, die ich hier gerade habe, eine Fehlproduktion ist. Es ist kein Repaint. Man mag es kaum glauben. Diese Figur ist quasi Windraiser, aber mit dem falschen Farbschema. Normalerweise ist der Kopf hier des Flugsauriers und die Schultern in diesem leicht eierschalenfarbenen Gelb, genauso wie die Flügelaußenknochen. Hier allerdings wurde diese Figur komplett umrepainted. Das heißt, wir haben goldene Arme, goldene Flügelknochen und graue Schultern, grauer Kopf. Und ja, ich bin echt begeistert. Man sieht hier eigentlich die Originalversion. Ich zeige es euch immer auf der Rückseite. Normalerweise sollte diese Figur so aussehen. Das heißt wirklich mit gelbem Kopf, gelben Flügeln, gelben Schultern etc. etc. Hier allerdings komplett, falsch repainted. Wie gesagt, es ist eine Fehlproduktion. Was ich ziemlich geil finde, ich habe sie bekommen. Ja, bis jetzt habe ich vom Stand 1. Mai 2014 habe ich bis jetzt erst erfahren, dass 3 Leute weltweit diese Figur in Händen halten. Jedenfalls offiziell bekannt. Ich weiß natürlich nicht, ob irgendwelche kleinen Kiddies, wie auch immer, die vielleicht doch mit sehr viel Glück bei sich gefunden haben. Wenn ihr sie findet, nehmt sie auf jeden Fall mit. Ihr werdet begeistert sein. Diese Figur wird garantiert drastisch an Wert gewinnen. Das ist eigentlich schon bei sowas garantiert. Diese Figur, wie gesagt, sollte eigentlich nicht in den Handel geraten. Und ja, es ist geschehen. Ich bin froh, ich bin happy. Und ja, das ist eigentlich nur meine News. Wenn ihr ihn bekommen solltet, greift zu. Auf jeden Fall. Um ganz kurz nochmal allerdings zur regulären Figur zu kommen. Wie gesagt, es ist eine große Deluxe-Figur-Version dieser kleinen Cyberverse-Figuren. Es gibt auch natürlich bis jetzt nur einen einzigen weiteren in dieser Version. Ich hoffe, die anderen 3 kommen auch noch raus in der großen Größe, dass man quasi den Predator King komplett bilden könnte. Wäre natürlich cool. Da die Figuren allerdings die gleichen Anschlüsse hat wie die originale große Figur, wie die kleine Figur quasi. Das heißt, ihr seht hier diese Connector Packs, die er hier außen hat, würde diese Figur natürlich auch zum Arm-Modus werden, was ich ziemlich cool finde. Und wenn es natürlich auch noch umgesetzt werden würde und die anderen kommen auch noch raus, wie Hangar und etc. etc., dann können wir uns darauf freuen, dass wir demnächst die Figur in groß haben. Ja, das war's eigentlich auch schon und meine News für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, bis dahin, wenn ihr wollt, abonniert mich, wie auch immer. Wir sehen uns, euer Rexfor.